Morgen, sind wir schon auf Sendung? Kleines Scherz an der Wanne. Na gut. Ah. Ist ja Wahnsinn, nicht? Mozart in der Früh ist ja nicht auszuhalten. Na gut. Die Leute hören sie am Abend, glaube ich, nicht? Passt eh. So. Ah. Hallo. Na gut, wann geht's denn los? Nach QV ausgemacht. Na super, gut. Na, die spielen schrecklich, ne? Na gut, kann man nichts machen, oder? Ach, jetzt geht's gleich los. Man geht heutzutage ins Konzert, weil man dort Verschiedenes erfährt. Erstens ist man nicht irgendwo und trotzdem nirgendwo. Man gilt es künstlerisch und auch solid. Wer ins Konzert geht, hat es schon zu was gebracht. Mozart, gut geübt, ist beliebt, weil er nie plötzlich in Gespräche kracht. Ja, der Wolfgang Amadeus hat sich noch beim Komponieren was gedacht. So sitzt man da und schaut herum auf das andere Publikum, kopiert's im Geiste um, und wenn das laute Tuten, Blasen, Fiedeln, Lärmen zu sehr stört, dann hustet man sein eigenes Konzert. Übergehen wir die paar Leute, die den Mozart hören wollen. Man kennt sie dran, dass sie die Augen schließen, weil sie sich dann angeblich mehr konzentrieren. Frau Schmidtrick heute Reseda, die Haut schaut aus wie Leder. Frau Meier trägt das Gelbe, seit Monaten dasselbe. Auch Herr Blau weiß genau, warum er im Konzert ist, nämlich wegen seiner Frau. Frau Stein trägt den Chinchilla, die Tochter ist in Lilla. Das Söhnchen, das weiß jeder, bevorzugt Lack und Leder. Nur Herr List blickt ganz trist, weil die Oboistin in der Hoffnung von ihm ist. So schaut man rundherum im Saal und sammelt neues Material mit Kennerblick über Mozarts kleine Nachtmusik. Nur deswegen ist auch das Konzert ausverkauft und unerhört begehrt. Da drüben der Herr Mandl bespricht einen fiesen Handel. Frau Kraus ist mit Herrn Kober, das geht schon seit Oktober. Herr Schulz ist mit Soubrette, Herr Schwarz rennt zur Toilette. Herr Koch und Fräulein Griebe besprechen ihre Triebe. Herr Rauter schaltet weise sein Hörgerät auf leise. Herr Drechsel schreibt einen Wechsel, Herr Unger hat schon Hunger. Jetzt frag ich nur, wozu braucht man Musik? Dazu bei jedem richtigen Konzert ist Musik ein Fremdkörper, der stört. Mozart kann doch erträglich sein, auch Bach kann möglich sein. Hingegen Beethoven ist viel zu laut und Bruckner, Brahms und Gustav Mahler lenken ab. Und ich finde, mit Hindemith geht man auf jeden Fall schon viel zu weit. Ganz zu schweigen von Banausen wie Stockhausen oder Schönberg oder Eck. Die müssen weg. Die sind nicht fein, im Konzert will ich nicht schreien, modern bin ich allein, Strawinski macht mich krank, genau dasselbe gilt für Orff, dass der das Dorf. Drum, wenn man Modernes spielt, will kein Mensch mehr hingehen.
bis auf die Leute, die die Augen schließen, weil sie sich dann angeblich mehr konzentrieren. Doch nirgends ein Herr Mandel mit seinem fiesen Handel. Vor Stein ist samt Chinchilla in Hötting in der Villa. Auch Frau Kraus bleibt zu Haus, statt die Scheidung zu riskieren, wie bei Bach und Johann Strauß. Herr Schulz ist längst im Bette und ohne die Soubrette. Es schaltet auch Herr Rauter sein Hörgerät auf lauter. Jedermann fürchtet dann, dass Musik auch protestieren und rebellisch wirken kann. Am Ende merkt man dann, oh Kraus, Musik lernt auf und sagt was aus und stürmt hinaus. Aber noch haben wir ja Mozarts kleine Nachtmusik zum 112. Mal in Mozarts kleine Nachtmusik. Die Welt bleibt heil, die Kunst greift nicht ins Leben ein, im Gegenteil. Die Kunst darf niemals reizen, darin liegt ihr Reiz. Applaus allerseits! Dankeschön, Dankeschön, so jetzt schalte ich das einmal aus. Da, danke vielmals, na Dankeschön, danke, na bitte, Sie sind ja so lieb, danke vielmals, na danke, ich weiß, wir haben uns jetzt alle viel lieber und sind zusammengerückt in Zeiten wie diesen, genau, danke vielmals, danke. Wir werden uns nie wieder ums Klopapier prügeln, ich weiß, ja, na, danke, danke, na so. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen jetzt aus dem digitalen Konzertsaal. Ich meine, ich habe mir gedacht, das hat jeder einen. Die Berliner Philharmoniker, die Wiener Philharmoniker, die Staatsoper, glaube ich, hat eine digitale Oper. Jetzt habe ich mir gedacht, das leiste ich mir auch, so einen digitalen Konzertsaal. Nicht? Ich habe dafür, Sie können gerne hinzoomen, ich habe dafür eine sehr bekannte Firma jetzt verwendet, die mir diesen Konzertsaal eingerichtet hat. Das steigert auch ungemein die Popularität, weil also jetzt die ganzen Geheimagenten und Geheimdienste in China sich das anhören und ins Netz streamen werden, 1 Milliarde Zuschauer, das ist es einfach, wovon man träumt. Ja, warum? Ja, ich möchte eigentlich überhaupt nicht viel über die Pest, also den Virus, den Ovid, den Covid, das Corona jetzt viele Worte verlieren, weil ich will Sie jetzt nicht ständig daran erinnern, dass wir nicht raus dürfen. Sondern ich habe mir gedacht, Sie genießen einfach die Musik. Musik ist in aller Munde, also die Masken sind im Moment in aller Munde, aber Musik ist auch in aller Munde, nicht? Von den Balkonen zwitschert, Sie kommen jetzt vielleicht von so einem Balkonkonzert um 18 Uhr, nicht? Alles singt und klingt und was da sonst noch passiert auf den Balkonen. Und ja, und da unser Bundespapst, Bundeskanzler hat ja von der Auferstehung gesprochen und hat vom Wohlklang gesprochen, der im Land herrscht. Nicht? Und der Landeshauptmann Platter hat immer vom Gleichklang gesprochen mit der Bundesregierung. Wir haben jetzt alle einen Dreiklang, nicht? Also Sie wissen, dieses Maskentragen und wir müssen Abstand halten, dürfen uns nicht mehr so wie früher, wenn wir fremden Menschen begegnen, sie auf der Straße abbusseln, wie wir das immer gemacht haben. Also alles klingt und alles klingt wohl, kann man sagen. Und deswegen möchte ich mich wirklich heute konzentrieren auf die Musik. Und als ersten Virtuosen, könnte man sagen, habe ich einen Pianisten für Sie vorbereitet. Und das Stück heißt, ein Pianist spielt... Ach so, na, Blödsinn, entschuldigen Sie. Das gehört woanders hin. So, ein Pianist spielt Liszt. O eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten längst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Du bist ein gottgesandter Streiter, ein Heros, ein Akkord. Arbeiter. Im Schweiße deiner flinken Finger drückst du auf jene schmalen Dinger, die man gemeinhin Tasten nennt und die, grad wie beim Schach, getrennt und schwarz und weiß ihr Dasein fristen als Requisit des Pianisten. Doch nicht nur deiner Finger schwielen brauchst du zum Greifen oder Spielen, nein, was man meistens gar nicht glaubt, du brauchst dazu sogar dein Haupt. Mal fällt's, als ob du schlafen musst, auf deine stark erregte Brust. Mal fällt's mit furchtbar irrem Blick, so weit es geht, zurück und kommst du gänzlich in Ekstase. Hängt dir ein Tropfen an der Nase. Und hast du endlich ausgerast, sagt sich der Hörer, List, not last. O
eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten lenkst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Und jeder Hörer merkt alsbald, du siegst mit List, nicht mit Gewalt. Na, jetzt hätten Sie nicht applaudieren sollen, sondern jetzt wäre es darum gegangen, dass Sie die Wirkungspause halten. Also bitteschön, ne? Also da muss ich jetzt schon ein bisschen Disziplin einfordern. Aber wie gesagt, es ist alle für uns alle eine neue Situation, so ein digitaler Konzertsaal. Nicht? Da wissen wir ja auch nicht, wie wir uns verhalten sollen. Ich setze meine Brille auf, weil ich Ihnen jetzt gerne einen Text vorlesen möchte von Eduard Hanslick. Sie wissen, berühmter Musikkritiker in Wien. Und ich denke mir, das passt auch irgendwie zur jetzigen Situation, wo ja jetzt alle auf den Balkonen Musik machen, fast seuchenartig. Also ich will jetzt den Begriff nicht in den Mund, ich habe ihn nicht in den Mund genommen, ich kann das jetzt nicht rausschneiden, aber Sie haben es einfach überhört. Nicht? Ich will alles vermeiden, was mit Seuche, Pest irgendwie zu tun hat. Ne? Das lesen ja alle von Camus, die Pest. Also egal. Eduard Hanslick. Ein Brief über die Klavierseuche. Schon wieder. Tut mir leid, aber das ist der Hanslick, der hat das ja. Sie wünschen, meine Ansicht über jene unbarmherzige moderne Stadtplage zu hören, die es heute glücklich zu der ehrenvollen Bezeichnung Klavierseuche gebracht hat. Ich halte die herrschende Seuche für unheilbar. Also bitte diesen Satz jetzt nicht aus dem Zusammenhang gerissen verstehen, der bezieht sich auf diesen Text. Gell? Ich halte die herrschende Seuche für unheilbar und glaube, dass wir nur mittelbar auf weiten ästhetischen und pädagogischen Umwegen dahin gelangen können, ihren verheerenden Fortgang allmählich einzudämmen. Die Qualen, die wir täglich durch nachbarlich klimpernde Dilettanten oder exerzierende Schüler erdulden, sind in allen Farben oft genug geschildert. Ich glaube allen Ernstes, dass unter den hunderterlei Geräuschen und Missklängen, welche tagsüber das Ohr des Großstädters zermartern und vorzeitig abstumpfen, diese musikalische Folter die aufreibendste ist. In irgendeine wichtige Arbeit oder ernste Lektüre vertieft, der Ruhe bedürftig oder nach geistiger Sammlung ringend, müssen wir wider Willen dem entsetzlichen Klavierspiel neben uns zuhören. Mit einer Art gespannter Todesangst warten wir auf den uns wohlbekannten Akkord, den das liebe Fräulein jedes Mal falsch greift. Wir zittern vor dem Laufe, bei welchem der kleine Junge unfehlbar stocken und nun von vorne anfangen wird. Also da kann ich jetzt nur meinem Wunsch Ausdruck verleihen, was mit den Klavieren passieren sollte. Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Klavier, habe ich mir gedacht, es gibt auch ein wunderschönes Gedicht an eine Pianistin von William Shakespeare, das war ja auch ein Dichter, der zu Pestzeiten in Renaissance-Zeit gewohnt hat und gelebt hat. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne vortragen. Wie oft, wann du Musik mir musizierest, wann unter lieben Fingern hoch beglückt das Holz sich regt und tönt, und du regierest der Saiten Wohllaut, der mein Ohr berückt. Wie oft beneid ich dann die flinken Tasten, wie springen sie und küssen dir die Hand. Ach, meine Lippen stehen dabei und fasten, ob solcher Keckheit schamrot festgebannt. Um solches Streicheln tauschten sie getrost Rang, Los und Stand mit jener Tänzersippe. Denn seliger, von Fingern so liebkost, ist totes Holz als die lebend'ge Lippe. Wenn kleine Klötzchen denn so schwelgen müssen, lass sie die Finger, mich die Lippen küssen.
So, ich vermute jetzt, dass Ihnen wahnsinnig heiß geworden ist, vor allem den weiblichen Zuseherinnen. Kühlen Sie sich ein bisschen ab, wir lassen das jetzt ein bisschen stehen und ich denke, wir machen jetzt ein bisschen Musik, könnte ich mir vorstellen. Wenn Sie einmal in die Oper gehen und sich das Orchester dort besehen, vielleicht sehen Sie im fernsten Eck, so zwischen Tür und Angel, einen Mann, der spielt ein Instrument, genannt Triangel. Wenn Sie diesen Mann betrachten, denken Sie an mich, denn der Triangelspieler, der bin ich. Ja, da sitz ich mitten im Orchester drin und halte bereit mein Triangel. Und endlich zeigt der Dirigent auf mich hin und schon steh ich auf und mach. Ich komm erst auf Seite 89 dran, ja, an Zeit hab ich keinen Mangel. Ich könnt ja was lesen, doch dann schaut er mich an und schon steh ich auf und mach. Die Opern kenn ich von hinten nach vorn, auch den Wozzeck, auch den Rienzi. Die Partituren kenn ich von Bratsche bis Horn und die ganzen schweren Kadenzi. Meistens werd ich schläfrig bei all dem Getös, besonders bei Richard Strauss. Doch schlafen geht nicht, der Dirigent wär ja bös, er braucht mich ja wegen dem. Ach, wär doch die Oper schon aus. Es ist schwer zu glauben, doch einst war ich jung und studierte an der Akademie. Ich spielte Klavier mit Elan und Schwung, meine Technik erregte Begeisterung und man nannte mich ein Genie. Ich spielte Karneval und die Sylphiden, die Rhapsodien und die Pathetik. Ich lernte Czernys und Chopins Etüden und ich war jung und liebte die Musik. Und eines Tages sah ich mit viel Vergnügen neben den gesamten Werken Glucks im Musikgeschäft auch ein Triangel liegen. Da lachte ich und kaufte es aus Jux. Und da sitz ich mitten im Orchester drin, im Schatten der großen Trommel. Gleich kommt mein Einsatz, ich schau gar nicht hin, ich steh nur auf und mach. Die Chinellen machen einen Riesenkrach, ich wär lieber bei den Schrammeln. Doch jetzt wird es leise und ich mach noch einmal. Die Violinen weinen jetzt, die Celli und Bässe ergrimmen, die Flöten jubeln, das Glockenspiel lacht. Ein Triangel kann man nicht einmal stimmen. Man wird so nervös und der Sessel ist hart und nie bekomm ich Applaus. So sitz ich halt da und wart, bis ich aufstehen darf und mach. Und dann ist die Oper aus. Also jetzt wäre Applaus durchaus erwünscht gewesen, meine Damen und Herren. Ja, also Walzer machen wir jetzt keinen, denke ich mir. Und was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ich natürlich noch erwähnen wollte, dass die Musik, also den Pianisten, den Sie gehört haben, ich arbeite ja mit zwei Pianisten zusammen, dem Hans-Jörg Sofka,
bleib gesund. Und dem, der jetzt hier zu hören war, das war ganz ein lieber Freund auch von mir, der Fausto Quin, den Namen kann man einfach nicht aussprechen, Quinta, also der Quinten-Fausto, nicht? Und so spielt er ja auch Klavier, wie Sie hören, nicht? Der Quinten-Fausto, auch du, bleib gesund. In Berlin wünscht man sich ja nicht bleib gesund, sondern einen guten Verlauf, nicht? Habe ich gehört, aber das ist jetzt ein makabres Scherzerl am Rande. Wir wollten ja die Pest, die Seuche, die Cholera jetzt nicht erwähnen, sondern wir wollen eigentlich zu etwas sehr Erfreulichem geben, was uns diese Zeit, nennen wir es mal so, diese Verkehrsbeschränkungen bringen. Sie wissen ja, es ist Beethoven-Jahr. Gustav Mahler, den Sie übrigens hinter mir sind, der hat ja übrigens gesagt, das ist ja auch ganz eine lustige Geschichte, er hat gesagt, wenn einmal die Welt untergeht, dann übersiedelt er nach Wien, weil dort passiert alles 50 Jahre später. Und dieser, ja egal, aber dieser Gustav Mahler, das war ein ganz großer Interpret dieses Mannes hier, den Sie jetzt gleich sehen werden. Und wir, Sie wissen, wir haben Beethoven, ja, und ich denke mir, was uns alles erspart geblieben ist, dass wir diese ganzen Beethoven-Konzerte jetzt nicht hören müssen. Nicht? Wir werden ja ständig in Konzertsäle gepilgert, um uns Streichquartette anzuhören und Kammermusik und Klaviersonaten, und der Buchbinder hätte wahrscheinlich ganze Klavierzyklen gespielt und die Missa Solemnis wäre auch da anzuhören gewesen. Also das bleibt uns Gott sei Dank erspart, und trotzdem möchte ich aber den Beethoven, weil ich mir immer gedacht, das passt auch so gut, jetzt dieser Text, der heißt nämlich Die Beethoven-Maske und ist von Alfred Polgar, und der ist 100 Jahre alt, das heißt, er wurde zum 150. Geburtstag des Komponisten geschrieben. Die Beethoven-Maske. Beethoven ist ein beliebter Wandschmuck. Wie Porzellanteller, Geweihe, Deckchen mit eingesticktem Haussegen. Er ist ein internationales Requisit der Zimmerbeseelung, verträgt sich mit jeder an die Wand genagelten Weltanschauung. Er hängt am besten natürlich überm Klavier. Aber auch zu Häupten des Bettes macht er sich nicht übel. Und selbst überm Vorzimmerschrank, auf dem das Eingesottene steht, wirkt er raumdurchgeistigend. Zur Verdeckung von Mauerschäden nimmt die kluge Hausfrau lieber einen Beethoven größeren Formats. Zum Beispiel das bekannte Gemälde, das den Meister am Klavier sitzend zeigt, im Kreis entzückter Zuhörer. Insbesondere einer von ihnen, Arme um hochgezogene Beine verschränkt, das Haupt auf die Knie gestützt, hört ostentativ mit der Seele zu. Gern gewählt wird auch dieses Bild. Der Beethoven-Kopf, in dessen Haarwald ein nacktes Liebespaar sich eingenistet hat. Aber beliebter als alle Bilder, selbst jenes, wo der Demokrat Beethoven den Höfling Goethe in Karlsbad einfach stehen lässt, oder als jenes, wo er mit fliegenden Rockschößen durch Döbling stochert, indes ihm gerade sichtlich die Eroica einfällt. Beliebter als alle Bilder ist zu Zwecken des Wandbehangs Beethovens Maske. Die gipserne Kopie des Antlitzes, wie sie im Jahre 1812 der Bildhauer Franz Klein formte. Fälschlich redet man von einer Totenmaske. Über wie viel hunderttausend Klavieren auf dem Erdball dustert diese Maske, preisgegeben der Sonatpathetik, Hudel nicht, Melanie, und vierhändigem Ansturm, der Symphonien ächzen und Ouvertüren splittern macht. Das ungewöhnlichste Antlitz, das Gottes Griffel je gezeichnet, ausgeliefert den Weibern und der Popularität. Kein Dramatiker, dessen Szenarium vergäße, überm Klavier die Beethoven-Maske zu fordern. Im Wappen von Konzertagenturen dreut die furchtbare Stirn, als Firmazeichen von Instrumentenhändlern, auf Musiktaschen in Leder gepresst, ins Holz von Notenständern geschnitzt, auf Ex Libris von Operettentextbüchern, als Schutzmarke für Kolophonium, Klavierleuchter, Hörrohre, Vogelpfeifen und automatische Pianinos. Wie wäre es mit einem Beethoven-Maskeball zur Feier der 150. Wiederkehr des Tages, an dem der Meister die Finsternis der Welt erblickt hat? Ernst ist die Kunst, heiter das Leben, noch heiterer das nach dem Tode, die Unsterblichkeit.
Alfred Polger. Ja, also, wie gesagt, wenn Sie eine Anregung jetzt haben, mit welcher Maske Sie einkaufen gehen könnten in einem M-Preis, bin ich auch nicht böse. Nicht? Und wenn ich Sie dann sehe, dann weiß ich, Sie haben dieses Programm gesehen. Und wir sind eigentlich auch schon am Ende. Es kommt noch ein kleines Gedichterl und danach noch eine Zugabe, eine kurze. Das Gedicht, ja, ich wollte eigentlich nicht zum Schluss sagen, vergessen Sie uns nicht. Ich wollte auch dem Norbert Bleifer natürlich danken dafür, dass er dieses Trostpflaster ins Leben gerufen hat. Einerseits natürlich für alle, die Musik machen, die Theater spielen, die die Chance haben, auch dann Ihnen so ein bisschen trotzdem mit Ihnen sein zu können. Und Ihnen kann ich nur sagen, vergessen Sie uns nicht. Denn wir Künstler zeigen euch das Sein. Als Wort und Farbe, Ton und Stein. Wir, einsam, übersehen, verkannt, bauen uns aus Traum ein Heimatland und teilen jedem, der da will, vom gottnah seligen Gefühl. Der Weg ist Leid, der Ruhm ist Trug, im Werk Rausch bleibt uns Lohn genug. Nach dieser überbittern Zeit die Hoffnung auf Unsterblichkeit. Uns ist der Mond, die Stille lieb. Wir hassen Tag, Lärm und Betrieb. In unserer reichen Armut sind wir Kind und Kind und wieder Kind. Wir sehnen uns von früh bis spät nach jenem Herzen, das versteht. Und ist es da? Und sagt es ja, bringt uns dies Glück dem Tode nah. Im Anfang war die Leidenschaft. Gott, segne uns die Schöpferkraft. Zeitung, größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und noch jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich habe zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut, aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Jo, es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich's unterbinden als Musikkritiker. Ich kann auch kein Künstler überlisten, doch ich ja nicht verstehe, was er tut. Drum sag ich zu jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut. Ja, endlich habe ich einen Posten und die Zeitung lasst es sich was kosten. Ich sitze auf dem ersten Platze und die Künstler sehen meine Fratze. Orff und Eck und Boris Blacher fürchten meine hohnerfüllten Lacher. Hinter mit Strawinski und Varese sind zwar gut, doch ich bin böse. Ja, ich könnte zufrieden sein, das Schicksal hat mich reich beschert. Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit, ich merke es bei jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird wie Wachs, wenn Musik alle Sinne bewegt. Ich sehe, wie beim Zuhören manch trutzige Manne ein Tränchen die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Ich sehe, wie manch liebliches Mädchen die Hand ihres Jünglings ergreift und sie drückt. Ihre Großmütter zieht an die Häusketten und nimmt, weil sie sonst vor Rührung erstickt. Nur ich sitz da und hör nicht einmal hin, weil ich unmusikalisch bin. Weihnachten schenkt man mir immer Platten, ich brauch Krawatten und neue Schuhe. Wo ich auf Besuch bin, spielt man Platten, ich sitz im Schatten.
nicht zu. Aber andere hören zu und der Zauber der holden Musik macht die ganze Welt schwach. Die Bösen werden gut und die Kranken gesund, besonders bei Mozart und Bach. Nur ich sitz da und kratz mich stur am Kinn, weil ich unmusikalisch bin. Als Kind hab ich zwar Klavier gelernt und übte brav zu Haus, aber über gewisse Stücke kam ich nie hinaus. Dann hab ich auch noch Geige gelernt und übte brav und viel. Doch dann ist mein Geigenlehrer gestorben und hat mir sein Geld vermacht, unter der Bedingung, dass ich nie mehr spiel. Aber etwas musste ich schließlich tun, so versuchte ich es als Autor. Und ein Verleger, zu dem ich kam, flüsterte mir ins Ohr: Schreiben Sie doch ein Buch über Schubert, schreiben Sie doch ein Buch über Schubert. Also ging ich froh nach Hause, setzte mich nieder und ich schrieb. Schubert war ein Stierer, großer Komponierer. Er hat nie ein Geld gehabt, also ist er heute der Verlierer. Er schrieb so viele Töne, sicher auch wunderschöne. Für mich sind sie leider bestialisch, denn ich bin ganz unmusikalisch. Ob es jetzt Schubert oder Tschaikowski, Brahms oder Liszt oder Dmitri Petrowski, ob Symphonie oder Ouvertüre, Zauberflöte, verkaufte Braut, die Walküre. Für mich ist das alles nur laut. Das Buch war sofort ein Riesenerfolg und es sagten mir viele Herren: Genial, großartig, Sie müssen Kritiker werden. Ich sagte ja und es geschah. Ich gehe in Konzerte und Opern hinein und ich höre mir den Unsinn dort an. Den Leuten gefällt's und ich komm zu dem Schluss, an Musik ist vielleicht etwas dran. Nur was dran ist, will mir nicht in den Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Die Orgel erklingt und ein Knabenchor singt und der Kontrapunkt tut sich verzweigen. Die Pauke zersplittert, der Kapellmeister zittert und angeblich schluchzen die Geigen. Am Schluss ertönt noch donnernder Applaus. Ich bin der einzige unmusikalische Mensch im Haus. Aber heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und noch jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich habe diesen Posten schlau erbeutet und ich hasse nichts so wie Musik. Und dass mir Musik so nichts bedeutet, zahle ich jetzt den Musikern zurück. Wartet nur, ihr sollt es büßen, bebe zu den Füßen des Musikkritikers. Dass die Welt es wisse, lest die lustigen Verrisse des Musikkritikers. Ich bin konsequent und ich erkenne kein Talent. Und da ich weiß, dass ich nichts kann, lasse ich auch niemand anderen ran. Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr und schreit das Publikum: Hurra, das nützt euch nichts, denn ich bin da. Und eure Kollegen geben mir immer ihren Sinn, denn jedem Künstler ist es recht, spricht man von anderen Künstlern schlecht. Nieder mit Musik. So, jetzt ist es los. So, sind wir eh nicht mehr auf Sendung, oder? Na, geschafft. Jetzt werde ich es dem Norbert schicken, glaube ich, gell? Hoffen wir, dass das Treibhaus bald wieder aufsperren darf.